Moin Leute und willkommen zurück zu CSS. So, heute geht's richtig los mit den CSS 3 Features, also wirklich Sachen, die neu dazugekommen sind. Und ja, die möchte ich euch natürlich auch alle zeigen, die sind nämlich echt cool. Dazu mal eine kleine Modifikation der letzten Seite, was Kleineres, Einfacheres. Wir haben hier einfach nur eine Überschrift und irgendeinen Text und das alles steht in einem Div drin. Der Div hat allerdings nur die Breite 50%, damit wir die Seite auch sehen können. Nichts Besonderes, Style 3 habe ich schon eingebunden und die Seite heißt auch Side 3, aber ist jetzt egal. Ist auch nicht so wichtig. Und was wir jetzt machen wollen, wir wollen als allererstes unseren Rahmen von der Div ein bisschen hübscher machen. Da sieht man ja aktuell noch gar nichts. Nehmen wir einfach mal an, das wäre ein Button oder sowas und ihr wollt die Kanten rund machen. Genau das zeige ich euch jetzt und das ist nämlich echt cool. Ja, dazu braucht man natürlich hier wieder diese Style-Datei. Und wie wir sehen, habe ich hier schon die Breite auf 50 gesetzt. Jetzt wollen wir die Kante machen. So, und das tun wir, indem wir sagen Border. Und dann haben wir hier Radius. Border Radius, und der ist auch in Pixeln angegeben, wie viele Pixel ihr an der Seite sozusagen abschneiden wollt. Je mehr ihr macht, desto runder wird es. Wenn ihr es zu extrem macht, wird es dann eine Ellipse werden am Ende. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt aktuell einfach mal so 50 Pixel oder sowas. Das sollte passen. So, und dann schauen wir uns mal an, wie das aussieht. Ja, sieht man gar nichts, weil das Ding überhaupt keine Kante hat. Gut, was machen wir dann also? Wir setzen dem ganzen Ding einfach eine Kante. Border. Minus Style. Und dann sagen wir hier einfach mal Solid. Und schauen uns an, wie das alles aussieht. So, und wir sehen, wir haben hier eine abgerundete Ecke hier überall. Allerdings sehen wir auch, dass hier unten das Ganze so ein bisschen rausragt. Das ist ein klares Zeichen dafür, dass wir hier ein Padding brauchen und zwar ziemlich dringend, sonst sieht es nämlich ein bisschen kaputt aus. Hier oben ist auch was abgeschnitten, also so soll es natürlich nicht sein. Und dazu braucht ihr dann tatsächlich dringend ein Padding von zum Beispiel 20 Pixel oder so. Müsst ihr mal gucken, wie das aussieht. So, und jetzt sieht es doch schon sehr schön aus. Also einfach wunderbar runde Kanten. Und wenn ich jetzt hier die runden Kanten einfach noch ein bisschen krasser mache, hier zum Beispiel auf 500 Pixel, dann sehen wir, kriege ich eine Ellipse da draus. Okay, wenn ich das noch ein bisschen mehr mache, kriege ich eine Ellipse. Hier unten ist es noch nicht ganz so eine. Aber ich glaube, ihr wisst, wo ich raus will. Und ja, macht es so groß, wie ihr es braucht. Und so könnt ihr dann sogar Kreise bzw. Ellipsen hinkriegen. Wenn die Höhe gleich ist wie die Breite, dann habt ihr logischerweise einen Kreis. Okay, sehr cooles Feature, kam neu dazu und ja, ist fast so cool wie der Schatten. Schatten sind auch extrem geil und die kann man auch bei allem anwenden und ich weiß nicht, ich finde die wahnsinnig stylisch. Machen wir das nochmal so, wie es vorher war. Wir wissen ja alle von Windows 8 oder so, dass da so irgendwie dieses eckige Design plötzlich wieder eingeführt wurde. Jetzt konnten die Browser dann endlich mal rund und dann haben sie wieder eckig eingeführt, aber naja, ist halt so. Was wir für einen Schatten brauchen, ist eigentlich auch nicht viel. Wir brauchen nämlich, also es gibt zwei verschiedene Arten von Schatten, nämlich einmal der Textschatten, dann kriegen wir hier Text minus Shadow. Ups. Oh, das wird mir noch gar nicht richtig angezeigt hier. Okay, wird mal wieder Zeit für ein Update. Was wir hier machen können, ist, wir können den Schatten komplett selbst setzen und können damit sagen, was wir gerne für Eigenschaften hätten. Das heißt, der hat auch Farbe oder sowas kann man eindeutig zuweisen. Das sagt man einfach durch ein paar wenige Parameter. Der erste ist, wie hätte ich das gerne im Horizontalen? Also wo soll der Schatten im Horizontalen stehen? Da mache ich jetzt einfach mal 5 Pixel. Und wo soll er im Vertikalen stehen? Da mache ich mal 3 Pixel. So. Und das allein reicht schon aus, um einen Schatten zu kreieren. Schauen wir uns das Ganze mal an. Sieht natürlich ein bisschen doof aus. Aber wenn wir das hier so markieren, dann kann man das angucken. So, der Schatten ist jetzt allerdings komplett schwarz. Und ja, komplett schwarzer Schatten, sehr unwahrscheinlich und auch nicht irgendwie sinnvoll. Man kann es nicht mehr lesen, wie wir gerade gesehen haben. Deswegen machen wir den jetzt einfach mal light green oder sowas. Oder wir nehmen ihn einfach mal in knallrot, dass man auch gut unterscheiden kann. So, und jetzt kann man schon ein bisschen besser sehen, wie das Ganze auszusehen hat. Also der Schatten hier ist in knallrot und die Überschrift selbst ist in schwarz. Hier unten kann man natürlich immer noch nicht wirklich gut was lesen. Dazu gibt es einen Blur-Effekt. Der Blur-Effekt verwischt den Schatten so ein bisschen. Also normalerweise macht man den Schatten auch nicht in knallrot, sondern eher in Graustufen. Zum Beispiel in, wo ist der Hashtag? Hier ist der Hashtag in, keine Ahnung, 222. Gucken wir uns doch einfach mal an, wie das aussieht. Das war zu dunkel.
Ich mache das als gerne mal falsch rum. Ich verwechsel als schwarz und weiß. Ja, das passt doch eigentlich einigermaßen. So hat man einen wunderschönen Schatten. Und genau. So, und jetzt wollen wir den aber noch ein bisschen blurren. Dazu mache ich ihn wieder ein bisschen dunkler. Auf DDD. Der Blur kommt als dritter Parameter rein, wenn ihr den rein haben wollt. Und da kann man sagen, wie viel soll der Schatten sozusagen ausfließen. Da mache ich jetzt einfach mal 5 Pixel rein und wir gucken uns an, wie das Ganze aussieht. So, man sieht fast gar nichts mehr. Ja, dann mache ich den hier einfach mal wieder in knallschwarz, damit man auch ein bisschen noch was sieht. Okay, dann machen wir hier ein bisschen weniger rein. Nehmen wir einfach mal die Farbe Rot wieder. Die Farbe Rot war sehr hilfreich. So, jetzt können wir den Blur-Effekt ein bisschen besser erkennen. Und zwar haben wir hier den komplett roten Schatten in der Mitte und an der Seite wird es immer verwaschener, bis es hin zum Weißen geht. Dadurch wird das Ganze so ein bisschen durchsichtig an der Seite, also der Schatten an seiner Seite wird durchsichtig und man kann es wieder ein bisschen besser lesen. Ihr kennt es, glaube ich, wenn ihr so einen Schatten auch mal im echten Leben anguckt, die sind niemals so richtig gerade abgeschnitten, sondern immer so ein bisschen verwaschen auf die Seite hin. Und genau das ist eben dieser Blur-Effekt. Ihr könnt auch verschiedene Schatteneffekte haben, also zum Beispiel einen schwarzen Schatten, der nicht geblurrt ist und einen weichen, weißen oder dunkleren Schatten oder sowas, keine Ahnung, wie ihr das Ganze designen wollt dann. Die Schatten selber könnt ihr dann einfach mit Komma trennen, also einfach hinten dran direkt noch einen Schatten hängen, zum Beispiel mit 0, 0 und auch kein Blur oder doch ein bisschen Blur machen wir rein, 2 Pixel. Und dann sagen wir hier, das Ganze ist in CCC. So, jetzt kann man das fast nicht erkennen, weil der andere Schatten hier hinten nicht wirklich gut sichtbar ist. Lassen wir den Blur-Effekt raus und sagen ihm auch keine Farbe. Dann wird er wieder schwärzlicher. Nein, man sieht ihn immer noch nicht so richtig. Ups, das liegt jetzt natürlich an mir, weil ich hier gesagt habe, 0 Pixel Abstand und er ist schwarz, da merkt man natürlich dann keinen Unterschied. Da sagen wir dann einfach mal hier 2 Pixel Abstand hätten wir gerne. So, jetzt sehen wir, wir haben einfach mehrere Schatteneffekte auf einmal drauf gemacht. Man kann es fast gar nicht mehr lesen, man wird irgendwie auch komisch im Kopf davon, deswegen mache ich das gleich mal wieder weg. Okay, also diesmal nur ein Schatteneffekt hier, sonst kann man es einfach nicht mehr richtig lesen oder wird komisch im Kopf. Der andere Schatteneffekt, der bezieht sich auf die Box. Ich aktualisiere das mal. Also wir sehen hier, wir können... Dieser Schatten hier bezieht sich auf das hier, sprich auf den Text, deswegen heißt er auch Text Shadow. Die Box könnte natürlich auch noch einen Schatten haben und das ist der, der auch eigentlich häufiger verwendet wird und der mir auch so ein bisschen lieber ist. Den sehe ich ganz gerne auf Webseiten, sieht geil aus. Den Textschatten, den mag man nicht so sehr, weil man eben nicht so richtig lesen kann. Er funktioniert aber im Prinzip genau gleich und nennt sich Box Shadow. Box minus Shadow und der wird mir scheinbar auch noch nicht angezeigt hier, warum auch immer. Naja, egal. Haben wir hier 10 Pixel und nochmal 10 Pixel zum Beispiel. Also beim Box Shadow kann man ruhig ein bisschen großzügiger sein. Ja, und schon haben wir den Schatten davon. Und sogar die abgerundeten Kanten werden hier übertragen. Sieht wunderschön aus. Naja, fast. Wir haben ja gerade gelernt, Schatten sehen eigentlich relativ selten so aus. Die blurren als meistens so ein bisschen raus. Und deswegen machen wir das hier jetzt einfach mal. Wir sagen, wir hätten gern Blur über 7 Pixel. Und die Farbe soll in Grau sein, also ein bisschen was Gräuliches. Hört sich doch immer gut an. Okay, aktualisieren wir das und sehen hier, jetzt wird es ein leichterer Schatten, nicht mehr ganz so aufdringlich und er blurrt an der Seite auch aus. Also funktioniert im Prinzip genau gleich wie der Textschatten und sieht sehr stylisch aus. Könnt ihr gerne mal benutzen, alles klar. Gut, dann war es das auch schon wieder mit den ersten Features von CSS 3 und ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und ja, wir hören uns beim nächsten Mal wie immer. Bis dann, ciao, ciao.